Sie beginnen ein neues Forschungsprojekt. Im Laufe Ihrer Forschung werden unterschiedliche Forschungsdaten anfallen. Dabei kann die Form der Daten je nach Fachdisziplin variieren. Diese können beispielsweise als digitale Aufnahmen von Kunstwerken, als Digitalisate von Handschriften, als 3D-Modelle archäologischer Denkmäler oder auch als Transkriptionen von Interviews vorliegen. Es ist wichtig, alle anfallenden Forschungsdaten nachhaltig zu sichern. Das heißt, die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass auch nach dem Projektende andere Forschende auf die Daten zugreifen und diese verstehen können. Eine nachhaltige Sicherung und Bereitstellung der Forschungsdaten ist wichtig, um neue Ergebnisse zu erzielen oder um frühere Ergebnisse zu überprüfen bzw. nachzuvollziehen. So können die Forschungsdaten, die Sie im Rahmen Ihrer wissenschaftlichen Untersuchung neu generiert haben, auch im Kontext anderer Projekte analysiert und für die Beantwortung neuer Fragestellungen nachgenutzt werden. So wie Sie dafür gesorgt haben, dass Ihre Daten nachhaltig gesichert und verfügbar gemacht wurden, können andere Forschende auf deren Grundlage neue Forschungsergebnisse erzielen. Sie können natürlich auch selbst auf die vorhandenen Daten zurückgreifen und diese unter einem neuen Bezugspunkt untersuchen. In diesem Fall ist die Bereitstellung der anfallenden Daten notwendig, um Ihre Forschungsergebnisse nachvollziehen bzw. überprüfen zu können. Um die Forschungsdaten nachhaltig zu sichern, ist ein richtiger Umgang mit Forschungsdaten von grundlegender Bedeutung. Hierbei spricht man vom Management der Forschungsdaten. Das Forschungsdatenmanagement umfasst alle Aktivitäten mit digitalen Forschungsdaten, die ihre dauerhafte Verfügbarkeit und Verständlichkeit sichern. Darunter fällt unter anderem die Aufbereitung der Daten, also zum Beispiel deren Umwandlung in ein geeignetes Dateiformat oder das Korrigieren von Datenfehlern, die Sicherung und Versionierung der Daten, die Erstellung einer nachvollziehbaren Datendokumentation, die Archivierung der Daten oder auch deren Veröffentlichung und Zugänglichmachung. Es ist wichtig, alle Maßnahmen und Aktivitäten des Forschungsdatenmanagements bereits vor Beginn des Forschungsprozesses zu planen. Ein entsprechend formulierter Datenmanagementplan erleichtert dabei die Projektplanung. Im Forschungsdatenmanagementplan wird festgelegt, was mit Ihren Daten während und vor allem nach Ihrem Projekt passieren wird. Dabei wird zum Beispiel beschrieben, wie Sie Ihre Daten erheben oder sammeln, verarbeiten, archivieren und teilen werden, welche Kosten dabei entstehen werden oder auch, wer und in welcher Phase für das Management der Forschungsdaten zuständig sein wird. Wenn Sie einen Drittmittelantrag stellen, zum Beispiel beim Europäischen Forschungsrat, müssen Sie häufig auch so einen Datenmanagementplan einreichen. Um Ihnen die Erstellung von Datenmanagementplänen zu erleichtern, wurden dafür spezielle Werkzeuge entwickelt. Bei den Hilfswerkzeugen handelt es sich um Software-Tools, welche Templates, also Vorlagen, zur Verfügung stellen. Eine solche Vorlage setzt sich meist aus einem Fragekatalog zusammen. Dieser Katalog enthält wiederum gezielte Fragen zum Umgang mit anfallenden Forschungsdaten während des Projektes und nach seinem Ende. Zu den Fragen gibt es häufig Beispielantworten, weiterführende Links und weitere Hilfestellungen. Mittlerweile gibt es viele Tools zur Erstellung von Datenmanagementplänen, zum Beispiel der RDMO, das DMP Online oder das DMP Wizard. Informieren Sie sich beim Zuständigen fürs Forschungsdatenmanagement an Ihrer Institution, um zu wissen, welche Werkzeuge Ihnen zur Verfügung stehen. Vielen Dank fürs Zuschauen.